Du bist ja jetzt das zweite Mal erfolgreich hier beim BFC. Du warst ja schon mal, sag mal, eine Zeit hier. Was macht den Verein so aus? Auch für dich gerade so interessant. Was ist der Verein? Wo unterscheidet er sich von anderen? Ja, ich denke, dass es in Berlin ein Traditionsverein ist von seiner Geschichte her. War in den letzten Jahren natürlich ein wenig sportlich hinterher, das muss man ganz ehrlich sagen. Mein Ziel, und das ist der Reiz dieses Vereines, ist es in Anführungsstrichen den Verein natürlich sportlich wach zu küssen. Ich denke, dass viel Potenzial da ist, nicht nur im Verein, auch von den Zuschauern her. Und über die Profivereine jetzt wie Hertha, Union brauchen wir natürlich nicht zu reden. Aber dahinter, denke ich mal, ist der BFC Dynamo schon sehr, sehr attraktiv. Und ich denke, das interessanteste Fußballprojekt, was es nach den Berliner Profivereinen gibt, und wenn man diesem Projekt natürlich vorstehen kann, Verantwortung übernehmen kann, dann ist das eine großartige Sache. Und ich denke, durch die Vertragsverlängerung ist der gegenseitige Respekt von mir und auch vom Verein kommt da nochmal zum Ausdruck. Und wir möchten natürlich diese positive Arbeit auch weiterführen. Und ich denke, dass es sich um den Verein auch lohnt zu kämpfen. Wir wissen das, oder ich weiß das auch als Trainer, dass wir hier oder da in ein gewisses Klischee, in eine Ecke getrieben werden. Aber auch da besteht bei mir die Verantwortung, den Verein positiv ins Licht zu bringen. Und das war nicht nur sportlich jetzt die 2 Jahre. Ich denke, dass wir uns da wirklich auch gut entwickelt haben und positiv für den Berliner Fußball auch in der Regionalliga dastehen werden und den Berliner Fußball vertreten werden. Das ist für uns ein ganz, ganz großes Ziel. Also ich finde es immer sympathisch, wenn Vereine wie ihr jetzt auch, sage ich mal, sportlich eure Erfolge feiert und im Grunde trotzdem bescheiden seid und demütig bleibt und wisst, dass das alles harte Arbeit ist mit deinem sportlichen Leiter zusammen. Sag mal, macht ihr wirklich richtig gute Arbeit aus meiner Sicht, weil das auch wirklich so lautlos auch rüberkommt und nicht jemand schon von Dingen erzählt, die man eigentlich erstmal erreichen muss. Das ist also wirklich für viele wahrscheinlich sehr positiv wahrzunehmen und ich glaube auch, dass ihr dadurch im nächsten Jahr, sag mal, nochmal deutlich an Zuschauern dazu gewinnen werdet. Wie siehst du die Arbeit grundsätzlich hier im Verein mit der Jugendabteilung, mit der U23? Gibt es da eine Verzahnung? Gibt es da noch Steigerungsmöglichkeiten? Vielen Dank erstmal für das Kompliment. Nehme ich gerne entgegen. Wie du schon sagtest, wir haben versucht, hier natürlich an den Strukturen hier und da an den Stellschrauben zu drehen, etwas zu verändern. Wir haben eine tolle Mannschaft, aber auch ein tolles Team um die Mannschaft herum. Ich natürlich als Trainer, aber auch unser sportlicher Leiter Kevin Meinert. Der Martino Gatti ist ein Begriff im Berliner Fußball, als Assistenztrainer Marco Senja, als Torwarttrainer. Also wir haben da schon eine fantastische Gemeinschaft, auch als Trainerteam. Und wir möchten natürlich insgesamt diese Verzahnung, was es gilt, in dem Verein noch weiter aufzubauen. Da ist auch ein wichtiges Bestandteil, da haben wir ein Auge drauf. Ganz kurz, aber ihr habt ja überragende Möglichkeiten hier, das muss man ja sagen. Das ist ja fast einzigartig in Berlin mit den Plätzen hier im Sportforum, ist überragend. Wir haben hier fantastische Trainingsmöglichkeiten und das wollen wir natürlich auch ausnutzen, aber gerade diese Beziehung, der erste Schritt war, muss man sagen, der Schritt für die erste Mannschaft aufzusteigen. Wichtig ist für uns die U23, die im Moment auch in der Landesliga an Position 1 steht. Es wäre sehr gut, wenn wir das schaffen, da in die Berlin-Liga zu kommen. Der nächste Schritt wäre natürlich dann auch die A-Jugend mit an Bord zu nehmen. Es sind noch viele, viele Aufgaben, noch viel Potenzial, was anzugehen ist, was wir noch haben, was wir ausschöpfen müssen. Und es wird jetzt nicht mit dem Aufstieg, werden wir uns natürlich nicht zurücklehnen, sondern werden immer weiter und auch sehr kontinuierlich auch mit dem Jugendbereich zusammen versuchen, da eine Struktur aufzubauen, wo wir nachher insgesamt, hoffe ich mal, auch stolz sein können drauf. Neben den 9 Punkten, die ihr noch holen müsst, wollt ihr sicher dieses Jahr auch Berliner Pokalsieger wieder werden, oder? Ja, wir sind Pokalverteidiger. Es ist natürlich insgesamt sehr schön. Wir spielen eine gute Saison, sind jetzt im Halbfinale im Berliner Pokal wieder vertreten, haben ein Heimspiel gegen Victoria Berlin, die ja eine Klasse höher spielen. Eine, ja, sehr, sehr interessantes Duell, weil das gleiche Duell gab es ja letztes Jahr auch schon im Halbfinale. Da konnten wir uns durchsetzen. Aber ich denke, wir freuen uns auf das Spiel. Es wird wieder ein 50-50-Spiel. Ich kenne meinen Trainerkollegen Thomas Herb, sehr erfahren. Er wird alles dafür tun, dass Victoria diesmal ins Finale kommt. Aber
ich denke, als Pokalverteidiger sollten wir schon mutig sein und den Schritt ins Finale auch wagen. Und ich hoffe, dass es insgesamt wieder ein tolles Spiel wird. Okay, wünschen wir uns natürlich alle. Letzte Frage noch mal weg vom BFC. Du bist ja schon viel rumgekommen, auch im Fußball. Und eine traurige Nachricht gab es jetzt in der letzten Woche mit dem Insolvenzantrag vom SSV, wo du, wenn ich jetzt richtig informiert bin, als erstes deine Cheftrainerposition hattest. Verfolgst du den Weg noch vom SSV? Also ich habe das immer verfolgt. Es ist natürlich, damals war es beim SSV auch in der Regionalliga meine ersten Schritte. War damals ein fantastischer Verein und war ja auch eine Berliner Ikone mit Gerd Achterberg, damals Manager. Unvergessen. Unvergessen. Und dass es jetzt natürlich so bergab geht, ist natürlich sehr, sehr traurig. Ne? Und vielleicht auch ein Stück Verlust für den Berliner Fußball. Aber leider Gottes haben wir das öfters erlebt. Ne? Es war ja auch so ein Traditionsverein, wo ich war, wo ich auch sehr traurig war mit Sachsen-Leipzig, der diesen Weg gehen musste. Und es ist traurig, aber auch leider Gottes Realität im Berliner Fußball. Und man nimmt das schon mit einem weinenden Auge leider auch hin. Es ist gut, wenn Vereine Pläne haben. Es ist noch besser, wenn die Pläne wirklich auch umgesetzt werden und in Ruhe gearbeitet wird. Das ist hier der Fall. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute für den weiteren Weg und schon mal auf jeden Fall die Sektflaschen kalt stellen. So lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis ihr dann den Aufstieg geschafft habt. Vielen Dank. Ich hoffe auch, dass wir es bald unter Dach und Fach bringen. Dann denke ich mal, ist die Erlösung beim Trainerteam, bei der Mannschaft, bei dem Verein natürlich riesengroß. Vielen Dank. Alles klar. Tschüss.